Hase und die Frösche. Ein Fabel von Aesop. Die Hase haben sich ein Tag versammelt und bedauert ihr eigenes Unglück, weil sie waren von allen Seiten der Gefahr ausgesetzt, aber hatten keine Kraft und keine Courage, für etwas darüber zu machen. Menschen, Hunde, Vögel, Raubtiere waren all ihre Feind und haben sie täglich tot gemacht und gefressen. Und statt das Weire auszuhalten, haben sie all dezidiert, ihre erbärmliche Leben zu beenden. Bestimmt und verzweifelt haben sie all mitsammen zu einem Kimbel gesprungen, wo in der Nähe war, für sich zu versaufen. Beim Kimbel, auf der Stehen, haben viele Frösche gehuckt. Wie die Frösche das Barulje von der springenden Hase gehört haben sie all schnell ins Wasser gehupst, für sich tief unten drin zu verstecken. Dann hat einer von der älteren Hase, wo wissener wie die andere war, geschreit. Halt still, mein Freund, seid mutig. Lass uns nicht unsere Leben zum Ende bringen. Guckt mal. Das sind Kreaturen, wo bang von uns haben, und wo dessen welche noch ängstlicher wie uns sind. Wenn du das gern gehört und gelesen hast, vergiss nicht ein Like zu geben. Du kannst den Kanal auch unterstützen durch unsere Katharsis-Kampagne oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix. Und zeichne den Kanal und stell das Glocke an, dass du nicht neue Videos verpasst. Bis bald!